Sana bir cezaevi arkadaşımı anlatayım. Adı Cabbar Evin. Adını yazabilir miyim? Tabii. Bitlisliydi ya da Siirtli. Kendi halinde bir adamdı. Nasıl demeli, saf biri. Bir çoban, yeni gelmişti İstanbul'a 1995'te. Ich will dir von einem Freund aus dem Gefängnis erzählen. Er heißt Cabbar Evin. Darf ich den Namen aufschreiben? Natürlich. Er war aus Bitlis oder Siirt. Ein schlichter Mann, wie soll man sagen, arglos. Ein Hirte. Er war neu nach Istanbul gekommen, im Jahr 1995. Koyu ışıklı bir pazar günü, yeşil metal kubbeli tren istasyonu önündeki kahvede oturmuş bekliyorum. Gidememekle kalamamak arasında. İki devasa saat, üzerlerine kumruların konduğu yeşil kanatlı canavarlar var girişte. Kaba saba yontulmuş, sararmış melekler sımsıkı, taştan bir kucaklamada, bomboş ağızlarıyla gülümsüyor. Yağmur başladı başlayacak. Alçalan bulutların arasından sızan ışık yüzmeleri, sedef rengi bir türlü örtüyor pazar gününü. Dağların arasına sıkışmış ufacık kenti, bir ufkundan ötekine tarıyorum. Bilinmeyenin ya da tanıdık olanın peşinde. Göçmenliğimin ilk yıllarını geçirdiğim bu Orta Avrupa kentinde ikisini de bulamıyor ya da artık tanımıyorum. Ein matt schimmernder Sonntag. Ich sitze im Café vor dem Bahnhof mit der grünen Metallkuppel und warte. Zwischen nicht gehen und nicht bleiben können. Beim Eingang sind zwei riesige Uhren und grün geflügelte Ungetüme, auf denen die Tauben hocken. Die rohbehauenen, verblassten Engel lächeln in einer festen Umarmung aus Stein mit ihren gähnend leeren Mündern. Gleich wird es regnen. Die Lichtgarben, die durch die herabsinkenden Wolken dringen, legen einen perlmuttfarbenen Schleier über den Sonntag. Ich suche die zwischen den Bergen eingezwängte, winzige Stadt von einem Horizont zum anderen ab, nach Unbekanntem oder Bekanntem. In dieser mitteleuropäischen Stadt, in der ich die ersten Jahre meiner Emigration verbrachte, finde ich keines von beiden oder erkenne es nicht mehr. Bitlisli ya da Siirtli bir çoban. Daha yeni gelmiş İstanbul'a, seyyar köftecilik yapıyordu. 95 Nevruz'unda ya da 94, tutuklandığında meydanda köfte satıyormuş. Herkes kaçmış, tek o kalmış. Siyasetten falan anlamazdı. Halen içeride mi? Tabii, müebbet yedi. Ein Hirte aus Bitlis oder Siirt, erst neu nach Istanbul gekommen, er verkaufte auf der Straße gegrillte Köfte. Als er zu Nevruz 95 oder 94 festgenommen wurde, bot er gerade am Platz Köfte feil. Alle waren geflohen, nur er war geblieben. Mit Politik hatte er nichts am Hut. Sitzt er noch? Natürlich, er hat lebenslänglich bekommen. Yaklaşık 20 yıl sonra döndüğüm kent anısız, insansız, cansız. Belleğin tıpası yerinde oynamıyor. İkiye katlanmış saman kağıtları, incecik şiir kitapları, şu ya da bu otelin tükenmez kalemleriyle çevrelenmiş, gürültülü bir istasyonda bekliyorum. Gözlerim kendi geçmişime dikili, bir ayna gibi üzerine eğildiğim kağıtların boşluğuna. Die Stadt, in die ich nach fast 20 Jahren zurückgekehrt bin, ist ohne Erinnerung, ohne Menschen, ohne Leben. Der Pfropfen sitzt fest auf dem Gedächtnis. Umgeben von einmal gefaltenem Strohpapier, hauchdünnen Gedichtbänden, Kugelschreibern aus diesem oder jenem Hotel, warte ich in einem lärmerfüllten Bahnhof. Ich starre in meine eigene Vergangenheit, in die Leere des Papiers, über das ich mich beuge wie über einen Spiegel. Bozkır'daki cezaevinde, sonradan yanmış koridorlarını, koğuşlarını, televizyonda istediğim cezaevinde, onu da tanıdın mı? Ölü listesindeki bütün adlar tanıdıktı. Ama soyadlarını bilmiyordum. Hayır, orada değilmiş. Şimdi 40'ına gelmiş olmalı. 5 çocuğu var. Habe ich auch ihn erkannt im Gefängnis von Bozkır, dem Gefängnis, dessen ausgebrannten Gänge, Zellen ich später im Fernsehen sah? Die Vornamen auf der Liste der Toten waren mir alle bekannt, aber ich wusste die Nachnamen nicht. Nein, er war wohl nicht dort.
Er muss jetzt in seinen 40ern sein. Er hat 5 Kinder. Dağlarına doğru yürüyüp gittiğim bu kentte, geceler boyu sokaklarını dolandığım, karanlığı da ardıma alıp yabani yabani seyrettiğim bu yabancı diyarda sanki baştan başlamıştım. Yeni doğmuş bir tay nasıl öğrenirse ayağa kalkmayı, öyle öğrenmiştim yürüyüp gitmeyi, sağ kalıp yoluma devam etmeyi. Yepyeni yollar, duraklar, sonlar, yazmak, geceler boyu yazmaktı bu topraklar benim için. Bir yanımla ölmek, gene de yoluma devam etmekti. Es ist, als hätte ich in dieser Stadt, auf deren Berge ich zuwanderte, an diesem fremden Ort, dessen Straßen ich nächtelang durchstreifte, den ich, die Dunkelheit hinter mich nehmend, wildfremd betrachtete, von vorne angefangen. So wie ein neugeborenes Fohlen lernt, auf die Beine zu kommen, so habe ich gelernt zu gehen, heil und auf meinem Weg zu bleiben. Völlig neue Wege, Stationen, Enden, Schreiben, nächtelang Schreiben, das war dieses Land für mich. Mit einem Teil von mir sterben und dennoch auf meinem Weg bleiben. Yazdıklarımı ilk o okurdu. Sonra öğrendim ki o da cezaevinde başlamış yazmaya. Bir defteri varmış. Neyi anlatmıştı? Er las als erster, was ich schrieb. Später erfuhr ich, dass er im Gefängnis auch zu schreiben begonnen hatte. Er soll ein Heft gehabt haben. Wovon erzählte er? Dağları anlatmıştı en çok. Çocukluğunu, gökyüzünü, masalları annesini, çocuklarını, İstanbul'u, denizi, insanın içine işleyen çok yalın bir sesi vardı. Hayır, cezaevini hiç anlatmamıştı. Von den Bergen erzählte er vor allem, von seiner Kindheit, dem Himmel, von Märchen seiner Mutter, seinen Kindern, von Istanbul, dem Meer. Er hatte eine sehr klare Stimme, die einem durch und durch ging. Nein, von den Gefängnissen erzählte er nie. İçine kapanık, kolayca öfkelenmeyen bir adam olmalı Cabbar Evin. İnsanın içine işleyen bir sessizliği olmalı. Geceler boyu yazmış olmalı. Kurşun kalemle, ağır ağır, sonradan öğrendiği bir dilde. Uyku tutmayan cezaevi gecelerinde, yüreğine kan yürüdüğünde anlatmış olmalı. Artık bir anıya dönüşmüş dağları. Yürüyüp gittiği ırmak boyları, rüzgarı, köklerle ölüleri tanıyan toprağı, bir aynaya bakar gibi baktığı boşluğunu, derin, suskun gökyüzünü. Er muss ein in sich gekehrter, nicht leicht in Wut geratender Mensch sein, Cabbar Evin. Er muss von einer Schweigsamkeit sein, die einem durch und durch geht. Er muss nächtelang geschrieben haben. Mit Bleistift, langsam und bedächtig, in einer Sprache, die er erst später gelernt hat. Er muss in den Gefängnisnächten, in denen man keinen Schlaf findet, erzählt haben, wenn ihm das Blut ins Herz stieg. Von den Bergen, die nunmehr Erinnerung geworden waren, den Flussufern, denen er entlang gewandert war, vom Wind. Von der Erde, die die Wurzeln und die Toten kennt. Von der Leere des tiefen, stillen Himmels, in die er blickte wie in einen Spiegel. Kan rengi, kül rengi gün doğumlarını ilmik ilmik kurmuş olmalı öyküsünün yalnızlığının. Kurşun kalemle ağır ağır damıtarak acıları, yürekten çıkıp gelen ve sahipsiz bir yüreğe seslenen o ezgiyi işitmiş, tanımlamış olmalı. Yitirilmiş, yitirilmemiş, her şeyden doğan gün ışığının, yıldızların, uzakların, yakınların, bir ömür boyu süren vedaların, dar ağaçlarının ve ağıtların, taşlarla rüzgarın, suya vuran, toprağa akan, göklere dolan yağmurun ezgisi. Söylense de söylenemeyen, işitilmeyen, yitip giden ezgisi hayatın. Er muss die blutfarbenen, aschefarbenen Sonnenaufgänge nach und nach erstehen lassen haben. Die Geschichte der Einsamkeit, mit Bleistift, langsam und bedächtig, die Schmerzen destillierend. Er muss diese Melodie, die aus dem Herzen dringt und zu einem herrenlosen Herzen spricht, vernommen, vervollständigt haben. Die Melodie, die allem Verlorenen und Nichtverlorenen entspringt,
die Melodie des Sonnenlichts, der Sterne, des Fernen, des Nahen, der Abschiede, die ein Leben dauern, der Galgen und Totenklagen, der Steine und des Windes, des Regens, der aufs Wasser schlägt, auf die Erde strömt, die Augen füllt. Die Melodie des Lebens, die, wenn sie auch gesungen wird, nicht gesungen werden kann, nicht vernommen wird, sich verliert. Sence ne oldu o kurşun kalemle yazılmış deftere? Bilmem, kayıp. Bir cezaevi operasyonunda yanmıştır belki. Was meinst du, ist aus diesem Bleistift beschriebenen Heft geworden? Ich weiß nicht. Es ist verschollen. Vielleicht ist es verbrannt bei einer Gefängnisoperation.